Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich zeige Ihnen hier eine Stelle am Wallersee, wo der Wallerbach aus dem Wengermoor in den Wallersee mündet. Dies ist natürlich ein Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet erster Güte. Aber es ist nun einfach so, dass genau hier immer wieder sehr viele Boote anlanden und baden. Also dieser Badeplatz, der hier abgezäunt wurde, der ist in den, solange ich denken kann, eigentlich immer wieder benutzt worden, entweder von Leuten, die mit dem Boot gekommen sind oder Leute, die vom Radweg von hinten her zuwandern. Und nun hat die Landesregierung offensichtlich diesen Badeplatz mit einem sehr schönen Zaun, um den sie sich dann nicht mehr kümmert, versehen, damit hier nicht mehr gebadet wird. Und man muss schon sagen, das ist etwas seltsam, denn eigentlich spricht die Landespolitik immer davon, dass man eigentlich die Hütten am Wallersee loswerden will und dass man eigentlich diese Fläche der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen will, eben für Erholungszwecke und zum Baden und so weiter. Und hier hat man einen sehr schönen Badeplatz, der schon ewig lange genutzt wurde, einfach abgesperrt. Ich nehme an, wegen der Vermüllung. Die Leute, wenn man sich eben nicht darum kümmert, wenn man nicht manchmal vorbeischaut, neigen eben dazu, ihren Müll irgendwo abzuladen, und irgendjemand bei der Landesregierung dürfte das nicht gefallen haben, und anstatt die Sache richtig in die Hand zu nehmen und eben einen Müllcontainer aufzustellen, der regelmäßig entleert wird, vielleicht auch zu überlegen, wie man mit Fäkalien umgeht, die einfach so in die Landschaft gesetzt werden, stellt man einen Zaun auf. Und nachdem man denjenigen, der das eingebildet hat, zufriedengestellt hat, lässt man es einfach bleiben. Das heißt, in Wirklichkeit vermüllt man die eigene Landschaft. Wie glaubt ihr, würde der See rundherum aussehen, wenn unsere Hütten nicht mehr bestehen würden? In Wahrheit ist es einfach so, dass wir durch unsere Anwesenheit, durch unsere kleinen Gebäude, die wir ständig sauber halten, es für die Öffentlichkeit überhaupt erst möglich machen, sehr viele Bereiche des Sees zu nutzen. Wir als Leistungsträger freuen uns darüber nicht so wirklich besonders, dass uns die Landesregierung so als Schmarotzer darstellt in der Öffentlichkeit. Denn in Wirklichkeit, wie gesagt, sind wir die Leistungsträger und nicht die Landesregierung, wie man offensichtlich an diesem Zaun erkennen kann.